Die Camper-Manufaktur Berlin. Moin, das sind da sind wir wieder. Cool. Hey, wir sind Camptours. Du warst auch schon mal bei uns. Camptours, ja, irgendwann mal war ich mal bei euch. Ja. Ihr habt diese farbigen Teile, die man so reinsetzen kann. Ich hab vor kurzem habe ich welche mal gefilmt aus Österreich. Die gingen direkt auf 500.000. Ihr habt sowas Ähnliches. Das heißt, ihr habt quasi in 5 Minuten zum Wohnmobil, kann man das so sagen? Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten, ne? Reinstellen, los geht's. Alter, das ist ja auch mal ganz Alltagsauto richtig. Nehmen, du kannst sogar einen Mietwagen nehmen, den am Wochenende holen, zack, 10 Minuten, baust die Sachen da ein, dann geht's los, ne? Das ist ja geil. Geht das auf Spiritus hier, der Kocher? Auf Gas. Auf Gas, ah, auf okay. Gas, genau. Mhm. Und da war, was ist da drin? Das ist Geschirr dann. Das ist das Geschirr, ne? Und wenn du das hier alles vollgeladen hast und du möchtest aus der letzten Ecke mal kurz deinen Pfeffer oder was holen, dann kannst du hier oben nochmal reingucken und da durchgreifen. Ne? Dann haben wir hier noch einen Weinflaschenhalter, falls du es nicht schaffst, dein auszutrinken. Auszutrinken, ne? Damit der auch sicher verstaut ist. Und wir haben hier oben noch ein kleines Besteckfach. Ne? Ja, das sieht nicht so aus, als hättet ihr das mit der Laubsäge ausgeschnitten. Nein, das haben wir mit der CNC-Maschine ausgefräst. Das sieht so aus, sieht echt super aus. Genau. Und ich sag mal, groß kann jeder, ne? Aber so auf engem Raum sowas zu bauen. Wir haben ja unterschiedliche Küchenmodule und das ist jetzt halt ein Küchenmodul im Euronorm-Box-Format. Weil das machen ja viele Leute, richten ja ihren Van ein und haben dann unterschiedliche Euro-Norm-Boxen, um das alles sortiert zu haben. Deswegen haben wir uns jetzt ja an dem Maß orientiert. Dieselbe Küche steht übrigens auch hier. In unterschiedlichen Farben und ja, kann man so einrichten. Ne? Ihr wart ja letztes Jahr auch schon auf der Messe, ne? Meine ich. Ne? Ja, nee, in Düsseldorf letztes Jahr nicht. Vor 2 Jahren waren wir hier und da haben wir auch das Vergnügen gehabt, ein Video mit dir zu drehen. Und ja, ist danach natürlich durch die Decke gegangen, ja, Camptools. Voll, ne? So, wir müssen weiter. Wir zeigen das noch einmal ganz kurz. So sieht es uns eingebaut in einem Auto ein. Also man kann sich das ja sonst nicht vorstellen. Der Vorteil ist, du kannst es dann auch benutzen, wenn du mal Freunde hast und so kannst du zu Hause das in der Abstellkammer machen, dann haben die auch ein Bett, Andreas. Ja, absolut. Ist tatsächlich so. Und vor allen Dingen, du kannst den Bus unter der Woche für ganz andere Verwendungszwecke zufügen und bist mega flexibel mit deinem Auto. Ne? Ja, Camptools. Weiter geht's. Und das ist auch süß hier. Das ist so ein bisschen 60er Jahre hier mit diesen kleinen, feinen, filigranen Ständern, die hier drauf sind. Also ja. Die haben es schon drauf, die Jungs. Ja, die designtechnisch nicht schlecht. Aber die Camper-Manufaktur, ihr seid aus Berlin? Ne, die Camper-Manufaktur, ist da jemand von der Camper-Manufaktur da? Hi. Wir kennen uns doch schon. Ja, klar kennen wir uns schon, ja. Grüß dich. Andreas, komm mal her. Das ist der, Randy. Keine Sorge, Randy zeigt dir jetzt mal einen Grundriss. Da kriegst du, da kriegst du als Mann Probleme in der Hose. Es ist wirklich. Es ist so gut. Und Randy, du bist mein Zeuge. Das Video hat mehrere 100.000 Aufrufe bekommen. Ja, über 900 sind wir jetzt. Über 900.000 Aufrufe. Und das ist der beste Grundriss, den du haben kannst. Ja, und ich muss dich schon mal ein bisschen vorwarnen. Wir haben den Grundriss heute nicht hier. Wir haben heute einen Familiengrundriss mit. Ja, der hat aber die gleiche Dusche. Der hat die gleiche. So, zeig mal die Dusche, ja, bitte. Also, wir müssen. Er hat eine Dusche entwickelt, die ist so genial. Du siehst die von hier wunderbar. Deswegen ist das eine super Position. Wir fangen mal an mit dem Hängeschrank. Und zwar haben wir hier eine Menge Hängeschrank. Bügel. Ja. Und unten noch Stauraum, da kannst du auch von mir aus noch den Rucksack parken oder irgendwas anderes einbauen. Okay. Also ein Riesenschrank. Ja, genau. Dann absolut. Haben wir einen zweiten großen Schrank, das ist diese Variante. Und jetzt kannst du da irgendwas schieben oder drücken oder so. Ja, warte doch mal ab. Jetzt pass mal. Auf. Was fällt dir auf? Es riecht nach Holz. Ja, es riecht nach geöltem Holz. Und jetzt pass auf. Ich glaube das nicht. Wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Ja, genau, was? So, das ist die echt komfortable Dusche und wenn du jetzt, da komme ich gerade nicht ran, wenn du die Schublade ziehst da unten, ich hoffe der Riegel ist offen, das ist ein schwarzer Riegel, siehst Ach so, du? Ja, ja. Wunderbar. Dann Nein, hast du eine trockene Trenntoilette. Wunderbar. Und das alles auf 1,20 Meter. Ja, du musst das nochmal zurückmachen. Mach ich's. Mach nochmal zurück, das war zu schnell. Ist es gut? Super ist das. Ich habe immer gedacht, ich könnte den Zauberer dabei ertappen. Also langsamer. Also nochmal, da ist der Schrank, der ist hier drin. Jetzt habe ich die Tür zum Duschen. Ja, ich sehe das jetzt. Genau, mit einer Dichtung, da können wir auch drüber reden, wo die gedichtet ist. Und dann mache ich hier wieder zu und dann kann ich hier wieder den Schrank benutzen. Und das ist natürlich eine Menge, 4 Fächer. Hier steckt man die Hand rein, dann sieht man, was da geht. Ne? Ja, das ist richtig tief und vor allen Dingen alles, was du hier anfasst, das ist also richtiges Holz, das ist ein Sperrplatten. Ja, wir haben das draußen auch nochmal in Eiche, weil auch da kann der Kunde wählen, dann was für ein Furnier er mag und welche Farbe und so. Ne? Nicht jeder mag einen Blauton. Ja, du bist ja aus Berlin, letztes Mal mit deiner Tochter, die war, glaube ich, dabei. Genau. Und du hast diesen Grundriss auch entwickelt für die Family, also dass wirklich 3 Leute fahren können. Alles, was du hier hast, ist anders. Jetzt haben Andreas. Wir ein Konzept für 4 Personen, man könnte auch auf 5 erweitern. Das Spannende daran ist immer, ich weiß nicht, ich muss das immer so bildlich sagen,
wenn man mit Sonnenschein unterwegs ist, dann ist man draußen, wunderbar. Jetzt lasst es aber in Dänemark 3 Tage regnen und jetzt sitzt man in der Dinette mit 4 Personen, das wird anstrengend. Jetzt haben wir hier vorne eine Dinette und wir haben hinten eine Sitzgruppe. Das heißt also, ich kann mich entscheiden, kann noch eine Party feiern, zu 8 hier drin sitzen, wenn ich das möchte. Zeig mal bitte, wie man da sitzt da hinten, da nehmen Andreas mal. Ist ein etwas anderes Konzept wie Karthago. Ich komme mit dazu. Mach mal. Wir haben die Sitzgruppe hier etwas verkleinert, weil wir hier sozusagen das in das Auto reinkriegen müssen. Wir haben 1,25. Ich kann jetzt uns den Sitz, wir können das auch drehen, weil das hier ein bisschen zu eng wird. Der ist nämlich exzentrisch normalerweise. Ja, wenn du den noch ein bisschen anders brauchst, je nach Tiefe, können wir das auch noch verändern. Ich kann mich jetzt hier lang machen, das kann ich machen. Und wenn die Familie dann auch noch dazu kommt, dann mache ich nichts weiter, als dass ich die Kissen hier wegnehme. Nehmen wir es mal weg. Und jetzt schiebe ich das hier auseinander. Zack. Passt face to face. Ich bringe mal den in die Querposition. Ich kann mich mit der Familie, ich mache mal einen Rutscher, kann ich mich jetzt hier hinsetzen. Kann mit 4 Personen hier sitzen, habe hier den freien Ausblick. Genau. Das ist schon geil. Ja, und wenn dann, wie gesagt, nochmal das Regenwetter, jetzt sitzen die Kinder, verfrachtet man nach hinten, sagt, komm mal hier, Netflix, ist mir egal. Und wir setzen uns vorne dahin und können uns auch ein bisschen räumlich mal von euch entfernen. Ne? Jetzt kommt es noch besser. Er hat das Ganze aufgeschnitten. Einmal ringsrum, wie so eine Dose und kann es um 3 Meter nach oben schieben. Das kannst du vielleicht gleich mal zeigen, Randy. Also das ganze Fahrzeug, der Dachhimmel, den kannst du ja um 3 Meter nach oben verschieben, kann 2 weitere Stockwerke einziehen und dann können bis zu 16 Personen hier auf Wohnen fest. Oder? Heute jetzt, wieder Sachen jetzt blüht die Fantasie. Ja. Nee, ist ja auch Aufstellt, der letzte Tag. Der letzte Tag, ich werde nur fix und fertig. Bist du durch eigentlich schon jetzt? Nach 10 Tagen oder 9. Wie viele sind es denn eigentlich? Ich weiß nicht. Es sind 10, ja. Also mit dem Donnerstag sind es bei mir schon jetzt 11. Ja. Und die Fragen, hast du wenigstens noch was verkauft? Ja. Ja, wir haben was verkauft und wir haben wahnsinnig viele Interessenten. Also wirklich Düsseldorf war bis jetzt mit Abstand die beste Messe. Hat das Video geholfen, was ich gedreht habe damals? Ja. Du glaubst gar nicht, wie viele hierher kommen und sagen, Mensch, wir kennen dich doch vom Video. Du bist doch der mit der Dusche. Das ist hier, der Andreas, der kann gar nicht mehr über die Messe. Der hat schon so viele Heiratsanträge bekommen, ja, wegen seinem roten Handy. Ja, das jetzt nicht, aber das ist tatsächlich so. Also der Sven ist da nochmal so ein echter Fluxbeschleuniger. Warte, ich komme mal gerade von hinten und guck mir das mal gerade von hinten an. Also, zusammenfassend, wir haben eine richtige Küche hier mit drin, wir haben die nette Sitzgruppe hier drunter. Ist Kochen auch, oder? Genau, kannst du das Kochen auch machen oder Sascha, das ist ein Gasherd. Ja, das ist ein Gasherd mit drin von Chan. Unser Schneidebrett, was in der Spüle ist. Die Spüle hat sich ein bisschen verbessert, schau ruhig mal rein. Die Stühle. Wasserhahn. So, also der kenne ich. Der ist richtig schön. Also ein ordentlicher Wasserhahn mit drin. Kühlschrank ist wo eigentlich? Der stirnseitig. Ah, hier vorne. Okay, ein Kompressorkühlschrank, Dometic. Sehr schön. Ich komme mal gerade zu hinten, nach hinten zu dir. Hier ist übrigens so ein schöner Tisch. Den kannst du rausklappen hier einfach. Der ist magnetisch. Und wenn du mir den mal gerade zeigst, wenn er zu ist, bitte mach mal ganz schnell. Der Randy. Und der wird einfach zugeklappt, 2 Magnete. Ich befürchte schon, es funktioniert. Ist das noch ein Prototyp oder ist der schon fertig? Das ist in der Serienfertigung. Ich find das geil, dass es nicht so perfekt ist. Weißt du, dass du die siehst, die Materialien, dass du das alles anfassen kannst. Es hat alles Patina bekommen. Es hat Patina. Das ist gebraucht, das ist ein Kundenfahrzeug. Deswegen hat es schon ein bisschen Erlebnis, erlebte Reisen. Und ist er zufrieden? Ansonsten wäre nicht hier der Wagen. Oder von Kunden? Der Kunde ist ganz entbegeistert und ist sehr zufrieden. Sehr schön. Ich komme auf die Rückseite. Camper Manufaktur heißt das Ganze. Kommt aus Berlin, die Camper Manufaktur. Und Ausbau ab 65.000 Euro. Und wenn du jetzt mal hier hinten reinguckst, Andreas, komm mal gerade hier hin, bitte. Das musst du, das ist ein Eindruck. Da sind andere Leute, kommen dann anschließend ins Heulen mit ihrem Kastenwagen von der Stange. Die haben nämlich keinen Länge hier von dem Auto, 6 Meter? 5,98. Dann richtiger Kleiderschrank, 2 große Schränke, Riesendusche, eine richtige Küche, eine Face-to-Face-Sitzgruppe, eine Dinette vorne und das Ganze in Handarbeit und du bietest den Ausbau an ab etwas über 60, oder? Genau, ab 65 bieten wir den an. Du brauchst das Auto aber vorher. Wir plus haben Autos Auto. Oder Auto bringen wir mit, da sind wir flexibel. Was ist denn das hier? Das ist ein berühmter Sprühkorb. Wir machen eine doppelte Dämmung. Wir machen die Außenhautdämmung, so wie viele andere. Und im Kastenwagen weiß man ja, Dämmung ist nicht einfach. Und deswegen machen wir im gesamten Fahrzeug zusätzlich nochmal die ganzen Innenbleche. Und das sieht man natürlich überall nicht mehr, aber hier sieht man es ganz gut. Die Hecktüren, da siehst du es. Und du siehst es hier an den Heulen. Vielleicht mal die Hecktür anschauen. Warte, hier vorne. Andreas, dieses Fahrzeug hier hat
mehrere hunderttausend, 900.000 Aufrufe mittlerweile. Also ein bauähnliches Fahrzeug. Ich hab die Klicks gesehen bei dir auf der Seite, das ist schon unglaublich. Diese Sprühisolierung, die wird ja auch von vielen Kabinenbauern benutzt. Also die ist nicht unbekannt, die hat sich auch schon bewährt, ja. Die ist sehr effizient. Und guck mal hier hinten, da hast du noch Stauraum, oder? René. Ja, du kannst hier ordentlich durchladen, also sowas wie Tische, Stühle und so weiter, das ist kein Problem. Hast du auf der anderen Seite genauso und du hast natürlich hier noch Schubladen. Von innen hast du auch noch zwei Schubladen, aber du kannst hier noch ordentlich einladen. Guck mal, wie viel? Die ganze Technik drin, die ist alle hier drunter versteckt. Ne? Und die Fahrräder hinten auf die Kupplung? Ne? Wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch reinstellen, zwei Fahrräder stehen, da bringen wir noch extra Halterung an. Manche möchten ja unbedingt Fahrräder innen transportieren, aber ansonsten Anhängerkupplung oder Hecktür. Ne? Und hier hinten, was da? Achso, das ist wir haben sogar noch einen Gaskasten drin, weil wir heizen natürlich mit Dieselstandheizung, aber zum Kochen haben wir hier eine kleine Gasflasche, 5 Kilo, auch die passen. Wir müssen Gewicht sind wir so um die 3 Tonnen hier. Mhm. Also hast du noch genug Zuladung? War eigentlich noch genug Zuladung. Ist natürlich mit dem Ausstelldach schon. Ne? Ja. Wir werden jetzt ein neues verbauen hier, die Firma sage ich jetzt mal lieber nicht als Werbung machen, aber die wird nochmal 30 Kilo leichter, das Aufstelldach. Sag mal, die neue. Na, die Sky-Up finde ich schon sehr sexy, also muss ich sagen. Also, Camper-Manufaktur Berlin, das Ganze unter campermanufaktur-berlin.de, da ist auch noch ein QR-Code drauf. Randy ist in meinen Augen einer der geilsten Erfinder, was Grundrisse angeht. Und die, absolut, das sind ja die Großen können sich da eine Scheibe abschneiden. Ich glaube auch viele Selbstausbauer, die haben sich da so ein bisschen gefragt, sich vielleicht eine Stelle 100 Mal angeguckt, um zu sehen, wie hat das wirklich gemacht, oder? Ja, die Selbstausbauer sind ja sowieso die geilsten, weil die haben sehr viel Zeit nachzudenken und zu tüfteln, aber die finden das auch immer wieder gut. Und die kaufen von uns so einzelne Module und dann machen sie das selber dann. Wie einzelne Module, was hast du? Kann man kaufen, wir verkaufen jedes Modul einzeln. Bist du bescheuert? Machst du das wirklich? Ja. Du gibst dein Know-how aus? Unser Anspruch ist, also ich versuche nicht unser Know-how wegzugeben, aber ich versuche, dass jeder sich einen wunderschönen Camper kaufen und leisten kann, das versuchen wir. Hast ein paar verkauft jetzt? Also da, während der Zeit schon, oder? Schon gut, läuft gut. Ja. So, komm, wir gehen weiter. Vielen, vielen Dank.